Was ist das für eine Brücke? Wow, 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 Fräulein! Aber mal langsam mit den jungen Pferden. Meine Herren! Hat mich ja leicht unvorbereitet getroffen. Oh, Banditen ohne Ende, ich sehe es doch schon. Waldheimer Türme, da hatten wir doch eine Quest. Hör doch mal auf mich zu schießen. Ich komme mal hoch, warte mal. Klar, wenn du es auch bist. Oh oh! Jetzt habe ich gedacht, wir sterben. So, der wäre verbrannt, der Bandit. Sehr freundlich. Tränke. Ja, kümmern wir uns hier um die Kisten, kümmern wir uns später. Einmal mit dem Schrei arbeiten. Da, komm schon, geht drauf. Jawohl. So, den Anführer hätten wir erledigt. Erstmal ganz zackig wieder Gesundheit auf Vordermann bringen. Jawohl. Und wieder die Flammen drauf. Ja. Gut, einmal mächtiger Schlag und Feierabend ist. Wo ist denn hier noch einer? Da oben. Kommst du jetzt runter? Kommst du, kommst du, kommst du? Na, komm ich halt hoch. Ihr werdet noch hoch. So. Du hast Eisenpfeile, die nehmen wir natürlich mit. Du hast Gold und alles andere lassen wir mal. Ja. So, und dann nehmen wir jetzt erstmal das Lager hier auseinander und gucken uns alles an. Das war nicht so schwer, da steht zum Beispiel ein Trank der kleinen Heilung, den wir super gut gebrauchen können. Und hier hinten ein Schrank, ah, der ist leer. Der ist leer. Okay. Ach, dann können wir ja gleich nochmal... Habe ich jetzt leicht verschlafen eben. Die Wiederherstellungsmagie einzusetzen. So, was haben wir denn hier? Ziegenkäse, Brot. Brot. Pack mal die Waffen weg hier, so. Wein. Wein. Ich frage mich gerade, warum ich das alles mitnehme. Wir sind doch schon nicht so gut mit der Traglast und ich muss aber alles einsacken. Das ist nicht klug. Hier ist sonst auch nichts mehr. Schrank. Papierrolle, die brauche ich wahrscheinlich, vermutlich, wenn wir irgendwann mal selber Schriftrollen oder so herstellen. Da drüben sind noch mehr Banditen, aber wir gucken jetzt erstmal hier unten. Guck mal, was der Anführer dabei hat. Zwei Eisenschilde. Kaiserliche Stahlpanzerhandschuhe, Stahlrüstung, Stahlschienenstiefel, gut, Gold, 107 Gold. Haha, wir haben die 5000 gleich. Ich bin kurz davor, nochmal zurück nach Weißlauf zu gehen, beziehungsweise einfach schnell zu reisen, mir das Haus zu kaufen. Das lässt mich ja einfach nicht in Ruhe, merkt ihr, ne? Merkt ihr ja. Klar merkt man das. Kleidung, Stiefel, Tunika mit Gürtel. Ja. Hier unten war doch noch... Eine Truhe, wusste ich es doch. Und, was ist denn das? Ist das eine Falle? Aufschließen, Fallenauslöser. Haha, tolle Sache. Halt, ein Stück rum. Passt. Schlossknacken verbessern. Ach, wir haben auch einen Stufenaufstieg, den machen wir natürlich gleich erstmal. 55 Gold, Pelzarmschienen, die wollen wir nicht. Ja, Stufenaufstieg. So. Erstmal Magika. So.
dann bei der nächsten Stufe gibt es noch einmal Gesundheit und dann hätten wir die ersten 10 Stufen fertig, hätten 6-mal Gesundheit und 4-mal Magicka geskillt. Genauso wie ich es vorhatte. Dann, schwere Rüstung ist auf 30. Sehr gut, das heißt, wir können... Ich nehme die Maus, es ist einfach besser. So, gut ausgestattet. 25% Rüstungsbonus, wenn du ausschließlich schwere Rüstung trägst. Machen wir ja meist. Stähler und Fäuste. Unbewaffnete Angriffe mit schweren Panzerhandschuhen bewirken ihren Rüstungswert als Schaden. Mir gefällt der rechte Weg besser. Was haben wir da hinten noch? Fels in der Brandung. 50% weniger zurückstoßen, wenn du ausschließlich schwere Rüstung trägst. Passende Garnitur. Zusätzlicher Rüstungsbonus. Und ganz hinten Angriffe zurückwerfen. Ich denke, da gehen wir mal drauf. Nein. Ach ja, ist das nervig. Ja, machen wir mal gut ausgestattet. 25% Rüstungsbonus, wenn du ausschließlich schwere Rüstung trägst. Ja. So, damit hätten wir es. Jetzt müssten wir ja eigentlich, ja, weniger Traglast haben. Das finde ich natürlich ganz prima. Jetzt gehen wir aber oben weiter. Natürlich. Zücken die Weapons. Und... Sterben. Ich bin ein Trottel. Oh oh, und ich habe mal wieder nicht F5 gedrückt. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen. Wahrscheinlich mitten im Kampf. Ja. Ach du Scheiße, ich bin ein Depp. Ich bin ein Depp, sondersgleichen. Das kann man ja nicht anders sagen. Oder? Das kann man echt nicht anders sagen. Ja, ja, kommt her. So. Nö. Kommt doch her. Einmal kurz schreien, bitte. So, der Anführer wäre dann auch geschafft. Mal wieder. Dann nochmal kurz Wiederherstellungsmagie. So, wieder die Flammen drauf und auf ein neues. Ich könnte mich ja tot ärgern. Wie dumm. Wie außerordentlich dumm. Ich kann euch nicht besiegen. Nee. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Da oben war es letzte Mal einer. Da gucken wir jetzt auch mal gerade. Ob hier noch jemand ist. Oder wieder jemand ist. Ach Gott, den ganzen Mist nochmal. Oh! War ich ja jetzt gar nicht drauf vorbereitet. So, dann haben wir noch einen da drüben. Moment. Ah ja, hier müssen wir raus. Ja, dann gehen wir jetzt auch gleich hier rüber. Oh, ich speichere aber jetzt hier zwischen. Oh, ich muss mir das unbedingt angewöhnen. Das ist für mich eher ungewohnt, dass ich hier ständig zwischenspeichern muss. Oder sollte. Aber wenn ich es nicht mache, passiert eben genau das, was gerade passiert ist. Wo ist er denn? Kommt der? Kommst du? Der müsste ja eigentlich unten irgendwo rumtigern, oder? Ja, wo ist er denn? Ach, da hinten ist er. So. Bandit durchsuchen, Eisenpfeile, Gold, Rest kann er behalten. Speichern. Ja. Mann, 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 Mann. So.
Dann grasen wir das Lager jetzt halt nochmal ab. C'est la vie. Ich hoffe, ich lerne aus meinen Fehlern und werde öfter zwischenspeichern. Feine Stiefel. Ja, ein Verhältnis von 20. Die können wir ruhig mal mitnehmen. Wiegt ja nur eins. Hier ist noch eine Truhe. Oh, das war aber Zufall. 56 Gold, Ausdauerzaubertrank. Sehr gut. Durchsuchen, Kommode. Brauchen wir nichts von. Bücher. Irgendein Buch ordentlich was wert? Nö. Eine Trommel, können wir Mucke machen. Yeah. Ah, hier ist ein Alchemielabor. Eismiriam, Elfenohr, Knoblauch, kleiner Heilungstrank. Dankeschön. Dann gucken wir mal oben weiter. Hier ist ein Bettchen. Ah, der schwarze Pfeilband 2. Das hat der Wert ausgesagt. Ach so. Wir müssen ja unseren Stufenaufstieg nochmal machen, vermutlich fast. Das heißt, Magika. Okay. Und gut ausgestattet. Okay, so war's, nicht wahr? Genau so war's. So, da ist noch ein Zaubertrank. Beistelltisch, erlesener Geschmack. Gold nehmen wir mal mit. Ist zwar nur eine Münze, aber was soll's. Und noch eine Truhe. Amrins Familienschwert. Spitze. 61 Gold. Rolle des Schutzkreises. Stahlkriegshammer der Kühle. Stahlstreitaxt. Zwergenstiefel. Schwere Rüstung. Nehmen wir mal mit. Einfach nur, um sie zu haben. Das war doch sehr ergiebig bis hierher. Ich muss mir auch unbedingt mal was einfallen lassen. Ich habe ein bisschen wenig Platz für meine Maus. Wow. Kaiserlicher Bogen der Kraftlosigkeit. Deswegen kommen hier auch manchmal leicht hektische Bewegungen zustande. Weil ich einfach immer die Maus ein bisschen hochheben muss und nicht so viel Platz habe, um hier zu agieren. Da muss ich mir unbedingt mal was einfallen lassen. So, jetzt geht's hier raus. Runter. Da war ja nichts mehr. Ein Trank. Spitzhacke haben wir eine. Im Beistelltisch ist Gold, sonst nichts. Oh, da bin ich hier runtergestürzt. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das darfst du echt keinem erzählen. So, Stahlpfeile. Gold. Dann plündern wir hier halt nochmal alles. Fangen wir oben an. Da müsste ja... Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ich habe mir auch nicht gemerkt, was in den verschiedenen Truhen und Ähnlichem drinne war. Deswegen klappern wir das einfach alles nochmal ab. Ist auch cool, wie hier oben einfach nur so ein Stuhl steht. Und die Banditen hier Ausschau gehalten haben. Hier ist nichts. Hier hinten war noch was. Aber ich glaube ja auch nur ein leerer Kleiderschrank. Genau. Hep. Hier war... Ach doch, ein Trank. Und hier war aber nichts drinnen. Ne? Nee, Papierrollen. Dann hatten wir jetzt nur noch hier unten den Bandit. Der hat außer Gold nichts, was wir brauchen oder wollen. Der Anführer hatte aber doch eine ganze Menge dabei, ne? Ja. Und zwar 109 Gold und damit hätten wir die 5000 zusammen. Spitzenmäßig. Spitzenmäßig. Hier war nichts drin. Ich entsinne mich. Ich erinnere mich dunkel. Zwei Tränke.
einem Buch. So, und hier müssen wir erstmal die Falle aufschließen, mal wieder. Wird wohl nicht dieselbe Position sein, oder doch? Doch. So, Schlossknacken verbessert. Und nochmal 55 Gold. Können wir uns jetzt noch ein Süppchen kochen? Ah, was mache ich denn, Leute? Ich glaube, ich gehe nochmal per Schnellreisefunktion zurück nach Weißlauf. Beziehungsweise direkt zur Drachenfeste. Einfach, um mir das Haus erstmal zu kaufen. Ich will das haben. Das lässt mich ja wieder echt nicht in Ruhe. Schön. Dann können wir da nämlich auch gleich erstmal alles ablegen und beschäftigen uns jetzt im Rest der Aufnahmesession noch kurz mit unserem Haus. Dann werde ich wieder ein Päuschen machen und dann werden wir in der nächsten Aufnahmesession endgültig nach, ich habe den Namen vergessen, gehen. Zu den Graubärten eben. Passt mit diesen Flammen auf. Nach, das will ich jetzt wissen, hopp, nach Ivarstadt. Genau da müssen wir hin. So, einmal Ryan bitte. So, Proventus Aveniki. So verkaufe er mir die alte Hütte. Wo ist er? Proventus? Wo bist du? Faringa ist hier. Der Jarl und Irilet sind hier. Waffen mal wegstecken. Auch ich habe jetzt aber keine Lust. Wie spät ist es denn? Schläft er vielleicht? Nee. Wer schläft denn um 20 vor 8 abends? Niemand. Hm. Gucken wir mal hier oben vorbei. Da kommt er doch. Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Oh, was heißt es, ein Drachenblut zu sein? Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist die alte Geschichte, wie die Nord Tiber Septim Drachenblut nannten, bevor sie die Seiten wechselten und sich dem Kaiserreich anschlossen. Die Graubärte in Hochrodgar können euch einiges darüber erzählen. Vermutlich würden sie euch damit die Ohren strubbelig reden. Strubbelig? Wer sind die Graubärte? Soviel ich weiß, handelt es sich um eine Gruppe alter Nordeinsiedler, die hoch auf einem Landsleute. Berg leben. Ich habe allerdings noch nie gehört, dass sie mit jemandem geredet hätten. Wenn sie tatsächlich mit euch reden wollen, findet ihr besser heraus, was sie wollen. Man weiß ja nie. Nein, man weiß nie, tatsächlich. Ich möchte ein Haus in der Stadt kaufen. Richtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Na, so ein Zufall. Ich nehme es. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel Juhu! Zu eurem neuen Heim. Ich freue mich. Besuche Briesenheim, dein neues Haus. Ich würde gern mein Zuhause einrichten. Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Ja, war ja irgendwie klar. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Ah, okay, da können wir auch bei Proventus Einrichtung kaufen. Schlafzimmereinrichtung kostet 300. So viel haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Dachbodendekoration, Speisesaaldekoration, Wohnzimmereinrichtung. Tut mir leid, ja. Aber es scheint, als hättet ihr hierfür nicht genug Gold. Möchtet ihr sonst noch das etwas kaufen? Das dachte ich mir fast. Nein, ich will nichts kaufen. Ich will jetzt in unser neues Heim. Und nirgendwo anders hin. So, dann können wir, wenn uns der gute Mann über den Weg läuft, dessen Familienschwert wir gefunden haben, dann können wir ihm das auch gleich mal in die Patschehähnchen drücken. Und die Quest auch abschließen. Amren hieß er, glaube ich. Hieß er Amren? Ich glaube. So. Ich grüße euch, Gefährte. Danke. Wer bist du? Du bist doch... Ah, nee. Sah von hinten aus Diese wie unser Schmied. Sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen. Ja, mit den Sturmmänteln und den Kaiserlichen will ich mich jetzt noch nicht wirklich auseinandersetzen.
sondern ich will nach Briesenheim. Wo ist denn das überhaupt? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich laufe hier einfach nur wild durch die Gegend, aber ich meine im Kopf zu haben... Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Ja, ja. Dass das hier war, oder? Ja! Und wir sind drinnen in unserer bescheidenen Bude. Kein Feuer, kein gar nichts. Verstaubter Stuhl. Hier sieht's aus. Ist das nichts? Haben wir denn schon... eine Truhe oder ähnliches? Das wäre ganz hervorragend, wenn wir sowas schon hätten. Sieht aber irgendwie nicht wirklich danach aus, oder? Doch! Hier! Truhe! Da packen wir jetzt erstmal einiges rein. Und zwar packen wir da rein. Das nicht. Wir packen die Axt von Weißlauf da rein. So, wir packen... Verursacht 15 Punkte Ausdauerschaden. Und dann können wir den kaiserlichen Bogen verkaufen und nehmen den kaiserlichen Bogen der Kraftlosigkeit. Macht ja Sinn. Die Pfeile lassen wir alle, die wiegen ja nichts. Das wird alles noch verkauft. Rüstung 26, Gewicht 10. Stahlschienenstiefel, Rüstung 26, Gewicht 8. Wir legen die Zwergenstiefel erstmal ab. Zaubertränke, da können wir einfach ein bisschen was sowieso verkaufen. Die Rollen behalten wir auch. So viel habe ich gar nicht zum Ablegen, merke ich gerade. Mit den ganzen Zutaten können wir noch ein bisschen rumspielen, wenn wir mal wieder Gelegenheit dazu haben und Lust dazu haben. Vielleicht wieder am Anfang der nächsten Folge. Aber erstmal die Bücher ablegen. So, die Schlüssel wiegen auch nichts. Sonstiges. Legen wir mal die Drachenknochen ab. Die Drachenschuppen ab. Wow, wo habe ich den denn her? Diese ganzen Barren, mit denen wir noch nicht umgehen können, die können wir eigentlich auch mal ablegen. Genauso wie den Corundum-Barren. Und den Rest lassen wir uns erstmal. 133 Gold haben wir noch. Wir schlafen jetzt bis... Ja, wir schlafen einfach mal 11 Stunden. Und nach diesen 11 Stunden Nickerchen machen wir eine kleine Pause. Oder mache ich eine kleine große Pause. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Und in der nächsten Aufnahmesession werden wir uns damit beschäftigen, dass wir mal wieder ein bisschen schmieden werden. Beziehungsweise, Ledersachen schmieden werden, um unseren Level da hochzubringen. Ein bisschen was verkaufen, mal gucken, ob die Händler wieder Geld haben. Ich weiß es nicht, wir werden es dann sehen. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao, ciao!